Petrus war einer der Apostel. Petrus war einer der 12 Jünger von Jesus. Petrus gilt als der Anführer der Jünger. Jesus hat dem Petrus gesagt, ich nenne dich Petrus. Er hieß ja vorher Simon und Petrus heißt Stein und hat gesagt, auf diesem Stein will ich bauen. Und so gilt Petrus als der Zuverlässige, als der Beständige, der zwar auch in Versuchung geführt wurde und Jesus mal geleugnet hatte, aber nachher bereit war, alles zu machen für die entstehende Christengemeinde. Petrus war, gemäß der Apostelgeschichte, auch der Primus inter pares, also der Jünger, der von den anderen besonders anerkannt wurde. Er galt eben auch als der Jünger, auf den Jesus besonders gebaut hat. Petrus wird von den Katholiken dann als erster Papst verehrt. Er soll eben nach Rom gezogen sein und dort der Bischof von Rom geworden sein. Und so beziehen sich alle Päpste eben auch auf Petrus als den ersten Papst und damit in der Nachfolge von Jesus Christus.